Ist hier bald schon wieder Urlaub für die Deutschen möglich? Zumindest die österreichische Tourismusministerin scheint eine Sommerreise in die Alpenrepublik nicht mehr komplett auszuschließen. Im Gespräch mit der Zeitung Die Presse deutete Elisabeth Köstinger Gesprächsbereitschaft gegenüber Deutschland an. Zwar werde die Einschränkung der Reisefreiheit auch in den nächsten Monaten bestehen bleiben, wenn Länder aber auch auf einem sehr guten und positiven Weg sind, wie beispielsweise Deutschland, dann gibt es durchaus auch die Möglichkeit, dass man sich bilateral einigt, sagte die ÖVP-Politikerin. Sie warnte allerdings auch, es lasse sich nur schwer abschätzen, wie sich die nächsten Monate entwickeln. In der Corona-Krise gebe es keine Gewissheit oder etwa einen Stichtag, so Köstinger. Man müsse auch damit rechnen, dass es weitere Wellen der Infektion gebe. In diesem Fall schließt die 41-Jährige nicht aus, dass wieder einschränkende Maßnahmen getroffen werden müssen. In der Sommersaison 2019 hatten deutsche Urlauber mehr als 37% der Übernachtungen in Österreich gebucht.